Können wir einmal darüber reden, wie leise es bei Starbucks in Japan ist? Ja, und es ist allgemein leise, vor allem in Tokio. Mhm. Wir waren jetzt auch schon in Osaka, aber speziell in Tokio ist es einfach leise, leise. Es ist so leise. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen im wunderschönen Tokio. Lukas ist glücklich hier in Japan, Randy ist sehr, sehr glücklich in Japan. Es ist wie immer noch sehr, sehr schön. Wie lange sind wir jetzt schon hier? 3 Wochen. Heute werden wir etwas sehr, sehr Besonderes probieren gehen. Mir haben ein paar Leute von euch auf Instagram einen Hotdog geschickt, der einfach komplett schwarz ist. Wirklich schwarz. Und den werden wir heute probieren bei Ikea. Nicht nur der Hotdog, sondern auch das Brot ist schwarz. Alles ist schwarz. Everything. Außer das Ketchup oben drauf. Stimmt, Ketchup ist rot, wir müssen darüber. Viel Spaß in diesem Video. Right there, right there. Oh mein Gott, es fängt halt echt an zu regnen. Bis jetzt hatten wir sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter. Aber heute ist ein bisschen rainy. Ein bisschen nieselig, würde man das Wetter nennen. Wir waren auch 7 Tage, glaube ich. 6, 7 Tage waren wir jetzt in Osaka. Da kommen sehr, sehr wilde Videos. Da haben wir sehr, sehr coole Sachen mit Lukas gedreht. Er hat zu viel davon noch nicht verraten. Nein. Ja, wir verraten noch nicht zu viel. Das war's auch. Das ist die Main-Info, die es gibt. If I come up and I fall off, that's on me. That's on me. If I come up and I fall off, that's on me. So, Freunde, auch ziemlich geiles System hier. Man kann sich so eine Karte kaufen von Passmo. So sieht die aus. Dann kann man die einfach so, bam, hier draufhalten und ist schon durch. Man lädt die immer auf. Das ist ziemlich nice eigentlich, das System. Man muss nur einmal, ich glaube, es kostet 500 Yen für die Karte bezahlen. Und wenn man die Karte wieder abgeht, kriegt man das Geld auch wieder zurück. Eben so kannst du dann mit Zug, mit Bus, mit allem fahren. Ziemlich nice. Wir fahren auch jetzt mit so einem, ich glaube, eher einem Zug. Das ist keine Metro. Eine Station, der ist ein bisschen schneller unterwegs. Und dann sind wir auch gleich da. Können wir mal darüber reden, wie leise es hier wieder ist? Tokio ist wahrscheinlich von Dezibel gemessen die leiseste Stadt der Welt. Ja, das ist auch gleichzeitig die größte Stadt der Welt. Das ist so paradox. Stell dir mal vor, du bist jetzt von jetzt nach Neu-Delhi gebeamt. Geile Idee, aber. Viele von euch haben ja sicher schon mal diese schwarzen Burger Buns gesehen oder ähnliche Sachen an Halloween. Und die sind nicht so schwarz-schwarz. Ich habe da immer ein bisschen gemeckert. So. Wenn ich sage, dieser Hotdog ist schwarz, dann ist der schwarz. Nicht Randy schwarz, sondern schwarz. Rot und die. Ihr wisst schon, das. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, in Osaka steht man auf der rechten Seite und geht auf der linken Seite, so wie in Europa. In Tokio steht man links und geht rechts. Warum ist das so? Wegen der Zeitverschiebung. Blocking safe, nicht mal viel drauf. Right there, right there, right. Timer, der die Shoes. Das ist nicht Feuerwehr. Das ist der Pölmies, yeah. Boah, die klingt ja sehr komisch. Klingt ein bisschen nach USA, finde ich. Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Freunde, wir sind jetzt zufällig mal wieder hier. Für alle Leute, die nach Tokio kommen, kann man auf jeden Fall empfehlen, oder? Ja. Ich meine, das haben wir bezahlt. Ich glaube, 5000 Yen oder so. 1800, Bruder. 1800, ja, das sind genau. 11 Euro. Und dann steht ihr da oben. Da oben haben wir unsere Instagram-Bilder gemacht. Für alle, die das abchecken wollen, könnt ihr uns gerne folgen. Und da ist Google. Du hast einen kranken Ausblick einfach. 360. Ja, genau. Tokio. Das war wahrscheinlich der beste Ausblick, den wir hatten. Ja. Bis auf, wir waren noch in einem Restaurant. Wo war das? Im Hyatt Hotel. Sehr teures Restaurant. Aber da hatten wir auch einen sehr schönen Ausblick. Einen kranken Ausblick. Vor allem bei Nacht. Du denkst einfach, du bist in New York. Ja. Jazz wurde gespielt. Von so einer Liveband. Und so eine Frau kam und die hat Live Lady, die fast so gut gesungen wie ich. Ja, Mann. Das war schon echt stark. Ich glaube, ja, warte. Shibuya ist auch bekannt so als ein bisschen, es macht ein bisschen touristischeren Eindruck und natürlich auch, wo die ganzen Clubs und das Nachtleben so stattfindet. Ja. Und es ist eigentlich eine coole Gegend so. Sehr viel Werbetafeln, größere Gebäude, es gibt auch diese ganzen Luxus-Stores von Louis Vuitton bis Chanel. Ich stehe noch direkt vor der Shibuya Cross, also der Times Square von Tokio, das, was man so sieht von oben, wenn die das alle... Das ist die berühmteste Kreuzung genau Japans oder der Welt sogar, oder? Mit dieser komischen Ampelschaltung, dass alle Leute gleichzeitig gehen können. Genau. Hier sieht man es jetzt, schaut. Überall gehen Menschen, seht ihr es? Und die Zebrastreifen sind kreuz und quer. A lot of people. It's a lot. Das ist schon crazy, aber gell? Wow, wow, wow. Dann sieht man hier natürlich auch diese Werbetafeln. Weiß ich nicht, Starbucks da riesengroß. Also für Starbucks haben die Japaner auch eine Liebe. Es gibt sehr, sehr viel Starbucks hier. Sehr, sehr viel. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind auf jeden Fall jetzt vor Ikea in Tokio. Und eines muss ich jetzt nochmal sagen, bevor wir reingehen. Ikea ist schon echt immer interessant, wenn du in einem anderen Land bist. Findest du auch? Ja. Oder bin ich da der Einzige? Sorry, ich hab gelogen. Ich war in anderen Ländern richtig viel hin. Warum lügst du einfach? Aber ich persönlich war schon in Kairo,
und Ende. Es sieht auf jeden Fall schon von außen aus wie ein ganz normales IKEA, nur dass der Küchenbereich ein bisschen interessanter aussieht. Das war es eigentlich auch. Du wirst schon direkt vom Kücheneingang, von der Küche begrüßt von außen. Das ist halt irgendwie geil. Das ist das Einzige, was uns interessiert hat. Genau. Und in Deutschland oder Österreich ist es so, dass der Küchenbereich immer beim Ausgang ist. Ja. Hier ist es, wenn es der Eingang ist, glaube ich zwar nicht, aber ist egal, wir gehen da einfach rein. Ich sehe das schon schön. Also wie man hier schön sieht, hier ist auf jeden Fall nicht die Entrance. Ah, ist kein Problem. Machen wir hier kurz. Was ist das? 33,9, 36,4. Okay, Corona-Hammer. Corona-Hammer hoch. So, okay, ich sehe da jetzt alles, bis auf diesen schwarzen Hotdog. An alle Leute, die mir diesen schwarzen Hotdog geschickt haben, falls es den nicht gibt, ich bin wirklich sauer. Hi. Do you have the black hotdog? Hab ich? The black hotdog. Jet black hotdog. Und ist der Jet black hotdog? Sag mir. Wie kamst du darauf, dass es in Tokio ist? In ganz Japan. Das steht. IKEA Singapore is temporarily selling a weird black hot dog. All black hot dogs served at IKEA Japan. Okay, daddy. Hier als Beweis nochmal. Do you have this one? Ninja, but it's be finished. You finished? Yeah, because it's for Halloween, so. So everywhere in Japan, no black hot dog? Black dog, yeah, it's during the time, So I can't find it anymore? No, it's October. Hey, hier steht aber bis Ende des Jahres, Bruder, in dem Artikel. Vielleicht kriegen wir ihn noch irgendwo an. Sie hat gesagt, nein, der war nur für Halloween. Vielleicht mache ich jetzt selber einen schwarzen Hotdog. Okay, wir sehen uns gleich wieder, Leute. 20 Minuten später. Dass in Japan im Durchschnitt überall leckerer ist als bei uns in Deutschland, würde ich sagen, wir holen jetzt hier einfach normale Hotdogs und schauen, wie die schmecken, weil ich bin mir sicher, die werden sehr lecker sein. Die Hotdogs bei uns in Österreich und Deutschland sind ja schon nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich feiere die. So, meine Freunde, wir haben hier auf jeden Fall eine Auswahl von dem ganz klassischen Hotdog, dann dem Hotdog mit Essiggurken, wenn mich nicht alles täuscht, und Röstzwiebeln. Der ist, glaube ich, der klassische, oder? Klassische ist der. Ohne Sachen. Simpel, aber ich liebe das. Röstzwiebeln. Ja, Mann. Nein, nicht Röstzwiebeln, ich glaube. Essiggurken gewürfelt. Ja, geil, Mann. Das ist so lecker, Alter. Genau, ich denke mal, das ist eine vegetarische. Und dann haben wir hier einen mit Blaukraut und Röstzwiebel, auch vegetarisch. Also gibt es eigentlich nur zwei. Hi. So, wie viele willst du? Hot Dogs? Ja. Yeah. Eine reicht, oder? Okay, so we get one normal one and this one. Okay, sure. Ah, what is this? This is actually a Korean barbecue dog. Okay, so we take this one too? Yeah, so three? Three, sure. How much? 700? 700, yes. 700. Okay, and don't buy us. So, 300. Für alle Leute, die das auch jetzt mal gesehen haben, die in Japan, Geld gibt man nie direkt in die Hand, sondern man legt es immer in diese Schälchen. Und dann nehmen sie es wieder raus. Und zurückgeben, die ist auch so, ist sehr unangenehm anzupassen. Ich krieg voll Gänsehaut von diesem. Das Ganze, wir haben insgesamt drei Hotdogs bestellt. Eine Iced Lemon, wie auch immer, und ein Sparkling Water. 700. 700. Sind ziemlich 6 genau Euro. 5 Euro. Ja, 5 oder 6 Euro, ja. Ja, sind genau 5 genau, Euro. Genau 5 Euro. What the? Das ist echt sehr, sehr günstig. Was kosten die in Deutschland? 1 Euro kostet ein Hotdog. Ah ja, stimmt. Ich glaube, das kostet Euro. Genauso viel wie in Deutschland. Lass das schmecken. Ey, das ist doch das, was du jetzt genommen hast, oder? Weil du so schaust, ich das sage. Das Brot ist schon wieder, das kannst du dir nicht vorstellen, Bro. Da können die bei uns in Europa schon gar nicht mithalten. Mit was möchtest du drin haben? Röstzwiebeln. Essiggurken. Essiggurken, Senf. Boah, wenn sie jetzt diesen Kaffee da reinschüttet in dieses Röstzwiebeln. Das war knapp, Alter. Und keiner kann mir heute Röstzwiebeln. Ich sag einfach, die Show wäre versaut. Röstzwiebeln, pack mal drauf, gell? So. Essiggurke auch. Du machst deinen selber, ich weiß schon wieder, du bist ja perfekt. Du hast jetzt Ketchup einfach in Kaffee reingemacht. Aber diese Essiggurke, komm. So müssen Essiggurken eigentlich auch auf Burgern sein. Schaumige Essiggurken. Ja. Einfach so. Ich muss sagen, das sieht fast genauso aus wie auf dem Bild. Das sieht gut aus. Außer, dass ich da ein bisschen daneben habe. Findest du nicht, dass er gut aussieht? Ja, ist okay. Okay, mach du jetzt, komm. Das kann doch nicht sein. Ich hole mir die kleinen Zwiebeln von unten. Also, das ist...
nicht ganz so hingehauen, wie ich das wollte. Aber. Aber also, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren abstimmen, welcher besser aussieht. Der hier? Oder der hier? Wir haben jetzt den schwarzen Hotdog nicht gefunden. Was aber ein wichtiges Detail ist, bei dem schwarzen Hotdog ist es so, dass das Brot 6 Inches ist. Das ist deutlich noch mal größer. Und die Wurst ist fast 1 Foot lang. 1 Foot sind um die 32 Zentimeter. Und wir wissen alle, warum das so ist. Das glaube ich. Absolut nice. Wow. Das Brot kriegt einfach eine 10 von 10 fertig aus. Der Senf und der Ketchup und die Röstzwiebeln sind eigentlich genau gleich, wie wir es aus Europa kennen. Hotdogs sind einfach was Geiles, Alter. Ich finde, Hotdogs sind massiv unterbewertet irgendwie. So ein knackiges Wiener, vor allem wenn du irgendwie in Deutschland aufgewachsen bist und auch in deiner Kindheit hin und wieder Wieners gegessen hast, löst es schon was Geiles aus und zusammen mit so einem Milchbrötchen. Wann hast du zuletzt einen in Österreich oder in Deutschland gegessen? Länger her? Ich glaube, ich habe noch nie einen Hotdog bei Ikea gegessen. Ja, ich mag den Hotdog sehr, sehr gerne. Leider haben wir diesen schwarzen Hotdog nicht gefunden. Ist aber kein Problem, wir werden den irgendwann noch finden. Merkt euch meine Worte, wir werden den hier in Tokio irgendwann essen. Wir alle zusammen. Auch du, mein Freund, hinter der Kamera. Wir beide. Ich werde sicher keine schwarze Wurst essen, Alter. Hey, um das nochmal kurz zu sagen, das Brot ist doch nicht normal, oder? Das ist doch übergut. Oder? Ich rede schon mit dir. Das ist übergut, oder? Ja, ja, das ist eine 11 von 10. Das wow. Ist, Hab ich Ketchup im Gesicht? Mm-mm. Weil Lukas ein Mensch, der schaut Menschen nicht in die Augen, der schaut immer irgendwo ins Gesicht und das verunsichert einen. Wir probieren jetzt Korean Barbecue Dog. Oder Korean... Ja, oder? Ja. Der sieht so salati aus, Alter. Probieren wir einfach. Der schmeckt sehr, sehr lecker. Boah, ist der gut. Gutes Brot ist einfach mehr als die halbe Miete. Mhm. Ein schlechtes Brot kann so viel kaputt machen. Wie geil auch, ich sag mal, ein bisschen minderwertiges Produkt, wie so ein Wiener, so ein Standard-Wiener, ist sicher jetzt keine Top-Quality. Mm. Das ist ein Brot einfach. Ich weiß nicht, ob es jetzt so notwendig ist, wenn man nach Tokio reist, in ein Ikea zu gehen, um diese Hotdogs zu essen, aber ich fand sie super lecker. Wer Hotdogs liebt, ich persönlich liebe Hotdogs, finde eigentlich, ist eine geile Speise. Und esse es zu selten, wird mir immer bewusst, wenn ich wieder einen Hotdog esse, finde ich die ganz geil. Und dieser Korean Dog, super, super lecker. So slide ich in eure DMs, Ladies. Da bin ich wieder.